Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, ich bin's wieder, euer Nutoka aufs Boot, hier beim Let's Play von Deadly 13. Und ja, wir haben jetzt die ersten drei Nächte überstanden und werden jetzt mal wieder ein bisschen auf Metallsuche gehen, ab in die Schneewelt. In der letzten Folge haben wir sogar eine Helferin gefunden. Und wir haben jetzt die Level 3 Waffe. Mal schauen, ob wir unserer Helferin auch mal demnächst ein Waffen-Upgrade kaufen können. Ich glaube, das hat 850 gekostet. Das sollte doch aber, wenn ich das hier so richtig sehe, bald drin sein. Na komm schon, was? Grüße ein mit der Pan up the Cop. So, schauen wir mal weiter. Ob jetzt vielleicht ein Auto oder ein Panzer oder sonst irgendwas zum Auseinanderklabustern hier ist. Oh oh. Gerade nachgeladen. Das war natürlich jetzt taktisch nicht so clever. Oh, die hat schon ordentlichen Rumpf, die hier. Wenn man da noch den Kopf trifft, dann jawohl. So lobe ich mir das. Hella. Sehr schön. Oh, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und noch eins. Hey, das war doch ein guter Streifzug. Machen die da hinten? So, das ist alles repariert. Komm, Mäuschen, dann bekommst du mal eine verbesserte Peng-Peng. Muss ich der jetzt auch Waffen kaufen? Sieht so, Munition kaufen sieht fast so aus. Ne? Ja, kriegst mal 200 Schuss. So, nicht 400. Ja. Ja, wir sind schon beim Dusk, also brauchen wir nicht noch weiter suchen zu gehen. Dann hauen wir uns mal hin. Oh, jetzt haben wir sogar Musik. Alter, die Roten hauen echt ordentlich rein. Und eine recht gute Genauigkeit, also brauche ich mich fast gar nicht mehr hinzusetzen. Die AK-47. Oh. Alter Verwalter. Bam, bam, bam. Oh, scheint aber doch momentan eigentlich zu laufen. Jetzt, wo man zu zweit ist. Ach, guck mal, echt richtige Horden von den Roten. Und gleich geht's auf Level 7. Das müsste heißen, ein neuer Blueprint. Video. At first, they were green, then blue, finally red. These things are only getting stronger by the day. If this keeps up, I don't know if I'll be leaving out of this alive. I got diarrhea. Oh my. Oh!
Was ein Scheißdreck. Nein, 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 nein. So, das sammeln wir ein. Haben wir... Nee, haben wir noch nicht genug für der was Besseres zu kaufen. Und gut, dann geht's mal nochmal hier in die Felder. Zack. Vielleicht finden wir noch unseren dritten Mann. Ein Laser Attachment. Hm. Murder on that in style. It doesn't really add to the game, but man, is it cool. Okay. Ach, das hat man jetzt immer. Boah, ist aber auch teilweise nervig, wenn man mit drei Leuten spielt. Naja. Vor allem, da man ja sowieso ein Fadenkreuz hat. Oh, 10 Kilometer schon gewandert, sehr schön. Komm, Putti, Putti, jawohl, ein Panzerino. Dann pflücken wir den mal auseinander. Sehr schön. Hm, liegt da nicht noch was? Nee. Verkückt. Weg. Unri Tour. Nächstes Mal könnten wir vielleicht wirklich auch die nächste Karte mal ablaufen. Ah, oder sollen wir noch warten, bis wir vollständig zu dritt sind? Geht aber jetzt einiges, hä? Yes, noch ein Panzer. Sehr schön. Ah, alter Verwalter, hier geht aber jetzt echt einiges. Gut, hier ist auch einiges los. Das könnte mit etwas Glück die nächste Stufe der Barrikaden sein. Wenn wir noch irgendwas Gutes finden. Oh verdammt, wir sind schon in der Abenddämmerung. Müssen wir jetzt ein bisschen draufhalten hier. Na los, komm schon. Schneller. Langt noch nicht für die nächsten Dings, für die nächsten Barrikaden, aber wir können unserer Helferin hier die nächste Knarre kaufen und dann bekommt die natürlich auch noch ein bisschen Munition. So. Okay. Puh. Ah, look at that fatty. Okay, es kommt anscheinend eine neue Art. Boomer-like. Boomer-like. Yep. Ah, der ist natürlich dann wahrscheinlich, wenn er in der Nähe von einem ist, doch relativ schadensintensiv. Vermute ich mal. Oh, Moment, ist aber echt noch ruhig. Das ist ja Sound relativ wichtig bei dem Spiel. Gut ist, dass die Dicken am Zaun keinen Schaden machen. Das ist grandios. Wow! Mädel, geh auf die andere Seite. Oh Mann, bist du doof. Ah toll, jetzt ist der Zaun auf der anderen Seite futsch, hä? Jo. Fuck, Fetti!
Mann, 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 Mann. Yes, nächste Nacht überlebt. Oh, läuft. Kein Bonus-Scrap, doch. Sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal. Wo gehen wir hin? Wir gehen wieder ins Schneegebiet. Ist natürlich so gesehen doch schon relativ linear, das Ganze. Vom Ablauf her, man macht eigentlich nur dasselbe, aber es ist halt echt interessant, weil es immer schwerer wird, weil immer wieder neue Gegner kommen. Bin mal gespannt, was noch alles kommt. Da auch so eine Art Boss. Da auch so eine Art Bossgegner kommen. Abwarten. Ah, und da ist unser. Hey Ruski, if you want to live another day to kiss me, we're gonna have to work together. Ja, dann. I agree. I come with you and we make a toast. Ja, wir haben unsere volle Crew. Sehr cool. Dann können wir jetzt hier ein bisschen erkunden. Yeah, 500 Headshots. Sehr schön. Also, ich glaube, Headshots gibt's. Wow. Oh, mit drei Leuten ist schon ganz cool. Oh, 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 oh. Der dritte ist dann so eine Art Sniper, wenn ich das richtig sehe. Ah, komm, wir wagen uns mal ein bisschen hier durch, aber nicht so weit. Nicht bis ans Ende. Okay. So, jetzt zurück. Ich will nicht in der Nacht noch draußen sein. Da haben wir auch noch einen kleinen Fußmarsch, ne? Schon im Abend, in der Abenddämmerung. Oh, schneller, schneller, schneller. Ich glaube, je schneller oben dieses Zeichen auch pulsiert, umso später ist es. Alter, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war. Ah, okay. Los, raus, 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 raus. Oh, nicht gut. Aber gerade so. Gerade so. So much fatties. Bolt action rifle goes through people. Massive damage. Verdammt, ich war zu nah. Oh, ist aber eigentlich ein cooler Effekt, das hier. Nicht gedacht, dass die so eine große Reichweite haben. Yes.
Okay, dann können wir die Barrikaden verbessern. Ab dafür. Twan. Yeah, we survived. Bonus-Scrap, los, los, gib's mir. 1386, ist doch okay, ist doch okay. Vielleicht können wir unseren Kollegen hier, jawohl, können wir das bessere... Können wir auch direkt das da kaufen, dann gehen wir nämlich erstmal auf Tour. Alter, waren hier viele Fettis. Cornfields. Oh, verdammt. Muss man echt aufpassen mit dem Nachladen. Aber wenn dann ausgerechnet ein Fetti kommt, dann hat man keine so extrem guten Karten. Boah, hat der eine Reichweite. Es Panzer. Und noch einer. So lobe ich's mir. Man sollte auf jeden Fall die... Wow, was ist jetzt los? Ein fieses Leck gehabt. Keine Ahnung wieso. Das ist auf jeden Fall schon mal... Ups, das war nur der Rest vom Fetti. Der Rest vom Schützenfest. War schon wieder knapp. If only I were back in my sweet mother Russia. So, ja, kurz in den Mountain, aber dann auch direkt wieder zurück. Ich denke mal, wenn wir bessere Ausrüstung haben, kann man auch mal länger draußen bleiben. Sicher noch vermissen, so Panzer. Quatsch, ach, Panzer, Granaten. Das wäre noch ganz cool. Da war ein Fetti. Da war noch ein Fetti. Also die Reichweite ist schon ziemlich krass. So, es ist schon wieder Dusk und wir sind aber so gut wie zurück schon. Sollte normalerweise kein Problem sein. Jawohl, das funktioniert. Dann bekommt unser Kollege jetzt auch die bessere Waffe. Und dann könnten wir... Ach, Schuhe haben wir schon. Ja, sollten wir gucken, dass jeder über 400 Munition hat. Nochmal alles reparieren. Das ist ganz... Das ist auch ganz. So, dann auf. Ist natürlich super, wenn auf jeder Seite einer steht. Auf der anderen Seite sind sie am Knabbern. Idioten. Bleiben wir hier, die Fetti ist noch gar keine da gewesen. Komisch.
Ja, die kommen hier parat, gut. Sehr schön. Das langsam geht's fix. Aber wir müssen jetzt hier auch einen Cut machen. Zack. Pause. Und ja, nächstes Mal wird es dann hier weitergehen. Hoffen wir, dass das eher klappt mit Speichern, dass man nicht in einem durchspielen muss. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen hoch da. Könnt mir auch mal schreiben, was ihr so zu dem Spiel denkt, ob das eures ist oder ob ihr irgendwie gar nichts damit anfangen könnt. Das würde mich interessieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, tschüss!